Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und heute geht's um den Sembo 701-807 Cadillac Eldorado. Scheint in Zusammenarbeit mit dem Yang Automuseum in China eine Kooperation von Sembo gewesen zu sein. Zumindest steht es da irgendwo mit drauf, soweit ich es lesen kann. Das Ganze hat einen Pullback-Motor, der durchaus Power hat, und das ganze Ding hat durchaus auch ein bisschen Gewicht. Das hat 773 Teile. Ich habe das Teil in China bei LOLTOYS oder wie heißen sie? Genau, LOLTOY bestellt für $25,95, also ungefähr 22 Euro. Mittlerweile gibt es aber auch bei deutschen Händlern, zum Beispiel bei Bluebricks, für 32,95 €. Genau. Und es ist nicht alles Chrom, was glänzt. Und zwar deswegen, ich zeige euch mal kurz ein Bild, wie das eigentlich auf der Schachtel ausschaut. Ich habe die Schachtel nicht, weil da China habe ich das mit anderen Sets in so einer tollen Tüte bekommen. Und wenn man jetzt mal so rum das, was auf der Packung zu sehen ist, vergleicht mit dem, was man bekommt, dann war der Photoshop-Philipp ganz gut am Start, habe ich das Gefühl. Hier glänzt vorne gar nichts und das Blau ist einfach auch ein anderes Blau. Das Blau geht hier schon sehr fast in Richtung Blau-Grau oder so. Genauso hier hinten seht ihr, dass das bei mir auch nicht so cool glänzt wie auf den Fotos, denn das wird mit Aufklebern gelöst. Ziemlich ähnlich ist es an den... Es ist schon... Ja... Sembo, das könnte irgendwie besser aussehen, habe ich das Gefühl. Es ist eine Anleitung dabei, in fast klein für diese Größe von Modell, finde ich. Aber lässt sich gut bauen. Das ganze Ding ist ziemlich massiv von unten aufgebaut. Fängt an mit solchen Technik-Teilen, die da den Aufbau generieren oder die Basis schaffen, und dann wird es so Stück für Stück hochgeklotzt. Die Reifen sind ziemlich weit innen, wie ihr hier sehen könnt, und werden dann auch innen komplett umbaut. Ich zeige es euch mal. Den Aufkleberbogen, ich habe gar keins angebracht, weil ich irgendwie dann gleich ein bisschen von der Farbe angenervt war und dachte mir dann so, ja, nee. Nehme ich jetzt mal ohne, also weil das ist wirklich alles Aufkleber. Ich hatte dann kurz überlegt, ob ich zumindest die Nummernschilder vorne dran mache und die Kühlung, und dann dachte ich mir, wo fängt es an, wo hört es auf, und habe es dann einfach so gelassen. Ich finde, was man dem Modell lassen muss, wo ich so gelassen habe, ist, man erkennt sofort, das ist ein Cadillac Eldorado. Also das ist schon sehr geil. Den Pullback-Motor weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn brauche. Dass er ihn hat, ist irgendwie ganz cool. Und der hat durchaus auch ganz schön was am Power. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich schalte mal auf die andere Kamera um, dann könnt ihr euch mal den Boliden aus der Nähe betrachten. Was sich irgendwie noch fehlen würde, wäre so, nur dass er so, ja, so Stoßdämpfer wären noch irgendwie ganz cool gewesen. Wäre mir fast lieber gewesen als ein Pullback. Und also Lenkung und Federung wäre irgendwie fast cooler gewesen als ein Pullback. Aber das, was man bekommt, sieht dann jetzt schon auch ganz cool aus. Wie gesagt, ich finde, dass es sehr schnell erkennbar ist, um welches Auto sich jetzt hier handelt. Gab es ja jetzt auch nie so viele, die diesen Stil mit der Heckflosse so zelebriert haben wie der Eldorado. Massiv aus ist er auch. Genau. Von unten sieht das Ganze so aus. Genau, da ist nichts Buntes verbaut oder so. Und das Tolle ist, man kann das hier oben abbauen. Hat dann ein Cabriolet. Das kann man. Das Steine noch, die man irgendwie abnehmen sollte. Dann sieht es schon ziemlich fresh aus, finde ich.
Ja, Cadillac Eldorado von Sembo. Cooles Design, sofort erkennbar, um welches Auto geht, habe ich schon gesagt. Tolle Teile, also es wirkt wie. Ja, ich weiß nicht, ob Sembo. Ich habe noch gar nicht drunter geguckt, ob das GoBricks ist oder was Sembo für Steine benutzt. Wer es weiß, gerne unten reinschreiben, weil dann erzähle ich schon keinen Scheiß. Wollte ich noch schnell gucken, kann man irgendwas aufmachen, was ich vergessen habe. Ah, die Türen kann man aufmachen. Türen kann man aufmachen. Die sind aber schon sehr auf Kante. Also da muss man, um sie wieder zuzukriegen, durchaus Kraft aufwenden. Aber es sind dicke, dicke Türen. Die seht ihr, wenn man. Die gehen da einfach dran. Mit ganz viel Hebelkraft kriegt man es dann. Und Gewalt kriegt man es zu. Und die kann man hier ein bisschen bewegen. Das so groß absichtlich ist, kann man drüber. Ja, ist eben so. Was hatte ich noch? Viele, viele Aufkleber finde ich nicht schön. Die Farbabweichung von der Schachtel ist einfach krass. Also schon fast eine Unverschämtheit. Hat einfach nichts mit dem zu tun, was man dann in letzter Konsequenz in der Hand hat. Ja, Federung und Lenkung wären noch geil. Aber ansonsten macht das Ding für das Geld echt Spaß. Von der Größe her auch. Kann ich empfehlen, macht Spaß, wenn man sich mit der Farbe mehr arrangiert hat. Es gibt, glaube ich, noch einen Pink, wenn ich mich richtiger erinnere. Sieht auch cool aus. Aber ich glaube, einer reicht mir. Das war der Donnergurke für heute. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.